Herr Adam Bien ist Berater und Autor und Expert Group Member unter anderem für Java EE und Enterprise Java Beans. Er ist somit an der Weiterentwicklung von Java seit Jahren schon beteiligt und als Architekt und Entwickler seit ja, Java 1.0, JDK 1.0, EJB 1.0 in Java beteiligt. Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher, Java Champion, Java One Rockstar, und trägt uns heute vor zu den pragmatischen Architekturen mit Microservices. Das sollten jetzt sein Rezepten für den produktiven Einsatz von Microservices. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, normalerweise stelle ich mir so vor, it's not work if you like it. So, ich habe noch nie gearbeitet, das stimmt. Seit 97 Freelancer und nie für große Firmen gearbeitet. Keine Politik, nur Ergebnisse und das macht Spaß. Ich versuche nicht zu lange in einem Projekt zu bleiben, da gibt es mehr Politik als Ergebnisse, deswegen eher kurze Einsätze. Meistens Taskforces, die Projekte werden immer größer. Kunden, das ist das, was ich auf meinem, was ich erwähnen darf. Vor kurzem, Commerzbank haben wir viel gemacht, redesigned. BMW darf ich erwähnen, weil die mich auf Cloud Native Forum eingeladen haben. Was noch, weiß ich jetzt nicht, im Blog suchen, das sind die Firmen, ansonsten lauter NDAs, deswegen darf ich nicht mehr sagen, wo ich arbeite, beziehungsweise keiner weiß, ob ich das sagen darf oder nicht, wenn jemand die Frage stellt. Schreibe ich Blog, genau, Live-Code, aber was ich gemacht habe, ist ein paar Slides im Zug vorbereitet, weil ich dachte, halbe Stunde, vielleicht schaffe ich nicht alles zu codieren. Und also ein paar Slides, ein Slide vorbereitet, dafür ein bisschen länger. Was ist eigentlich das, was immer funktioniert hat? Egal wie groß das Projekt war, je größer das Projekt, desto weniger erfolgreich. Ich habe eigentlich noch nie Projekte gesehen, wo große Teams irgendwas Gutes geschafft haben. Also je kleiner das Team, desto besser war. Und wenn man sich das überlegt, man musste wirklich, ich habe versucht, ein Beispiel zu finden. Also egal, wonach man gesucht hat, war immer so, dass sehr, sehr kleine, motivierte Teams mit viel Spaß haben alles erreicht, was sie wollten. Je größer das Team, desto weniger Spaß und alles ging bergab. So, das ist jetzt mal wissenschaftlich inkorrekte Feststellung, aber das, was ich jetzt immer wieder sehe, aus Zeitgründen muss es passen. Das bedeutet, jetzt in modernen Projekten, überall, egal wie groß die Firma ist, haben wir so Teams von 1 bis 5 Mitarbeitern, so lieber 2 als 5. 5 ist schon zu groß. Was Sie gleich sehen werden, also ich habe nur Erfahrung in Java und Java EE und JavaScript. Das ist das, was ich so mache. In diesem Bereich brauchen wir keine großen Teams. Also mit 2, 3 Leuten kann man wirklich alles erreichen. Also wir haben mal Startups betreut, mit zwei Personen haben was in 3 Monaten entwickelt, was unmöglich schien und dann auch erfolgreich verkauft. Ja. Und andere Firmen haben versucht, mit Riesenabteilungen das gleiche nachzubauen, haben es nicht geschafft. Das nächste ist, was sich sehr geändert hat in den letzten 2 Jahren, Fachlichkeit wird gerne vergessen. Und ich bin auch Entwickler, so seit machen wir immer noch Spaß und das ist wirklich für Entwickler recht schwierig, sich auf die Fachlichkeit zu konzentrieren, wie die Technologie so spannend ist. Deswegen, die meisten Microservice-Projekte, wird mir nie die Frage gestellt, okay, welche Use Cases muss man am Anfang implementieren, sondern ob ich Service Discovery verwende, welche Caching-Tools ich verwende, wie ich logge und wie ich monitore, Sachen, die überhaupt nicht relevant sind, überhaupt nicht. Ja? Was wir dann machen, sagen, okay, machen wir das später, wir fangen mit dem ersten Use Case an und schauen wir was wir benötigen werden. Und ich denke, dass sehr viele Microservices-Projekte scheitern werden, wenn man zu viele Microservices baut, nicht fachlich schneidet und sich in Technologie verliebt und hofft, dass irgendwie Reactive Programming, Exceptions oder was auch immer jemanden retten, was nicht passieren wird. Alle Microservice-Projekte bisher, die erfolgreich waren, waren deswegen erfolgreich, weil wir fachliche Leute in der Gruppe hatten, die genau wussten, wie alles interagiert. Dann ist es überhaupt keine Kunst, Microservices zu bauen. Was man aber nicht kann, einen Monolithen technisch zu zerschneiden, nur mit technischem Wissen, das kann man absolut vergessen, das könnten wir auch beweisen. Und by the way, ich wurde jetzt nach München eingeladen und da habe ich scheinbar mehr Zeit, wenn wir jetzt in München sprechen sollten. Ja, gerne. Genau. Am Dienstag um 7, haben Sie gesagt. Irgendeinem Dienstag um 7 machen wir das und dann sind keine Slides und ich werde alles kodieren, was Sie wollen und Sie werden sehen, ich möchte das fast beweisen. Das, was ich hier so jetzt so nebenbei erwähne, könnten wir so ein Beweismeeting in München mal starten. Super. Business First Design, was jetzt passiert ist, dieses Jahr sehr oft, interne Teams, die nicht entwickeln durften, so ehemalige Architekten sagen, es ist alles so langweilig, jetzt wollen wir wieder ein bisschen was machen, die haben Software entwickelt mit Java EE und die haben das Source Code gereviewt und die haben sich entschuldigt, hey, wir haben nicht so viel Erfahrung, wir fangen jetzt mal an und die Software war super. Warum? Ich konnte nichts kritisieren, weil sie nur aus der Fachlichkeit bestand. Da war ein komischer Factory, keine Aspekte, gar nichts. Rein fachlicher Code, fachliche Klassen, wenige Fassaden, hat super funktioniert.
Dagegen Software entwickelt von Experten, externen, da erkennt man auch die Fachlichkeit nicht. Also Montag habe ich wieder ein Code-Review-Meeting, da muss ich leider sagen, dass das, was Sie jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben, 50% des Codes hat keine Relevanz für die Praxis, also hat mit der Fachlichkeit gar nichts zu tun. Das könnte man auf Konferenzen super vortragen, wie hier, wie toll das alles ist, brauchen wir aber nicht. Okay, so, ich nenne das Business First Design. Sollte eigentlich so sein, ich hoffe, auf der Uni lernt man auch zuerst, dass man irgendwie so mit fachlichen Objekten anfängt und nicht erstmal über Factories, Aspekte, Lazy Loading oder was immer Gedanken macht. Ja. Super, sehr gut. Dann die neuen Studenten, die jetzt kommen, die retten uns. Das nächste ist, Good Quality bedeutet nicht Good Software Quality, Good Quality Matrix. Gerade im Zuge reviewed, in Java haben wir sowas wie JAX-Arrest, das veröffentlicht nach außen HTTP und JSON. Das ist sehr, sehr einfach. Per Definition enthält das Ding kein Business Code, keine if-else, kein while, kein for loop, gar nichts. Das ist einfach nur Durchlauferhitzer. Das wird immer getestet mit Unit-Tests. Warum? Weil die Code-Coverage 80% oder 100% haben wollen. Das ist sinnlos. Absolut sinnlos. Es ist genauso, wenn irgendein Schmied würde erstmal den Hammer 2 Stunden testen, bevor er anfängt zu arbeiten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist wirklich absolut unlogisch, sinnlos. Und dann freut sich der Kunde, dass der Code durchgetestet ist. Das stimmt aber nicht. Leute, nur ist alles grün, alle Metriken sehen super aus, funktioniert leider nicht. Und je mehr Gewissheit man hat, dass das gut funktioniert, desto schlimmer wird es. Weil wenn die Software gegen die Wand fährt, ja, dann ist jeder überrascht. Wie kann das sein? Weil alle unsere Metriken waren perfekt und wir haben alles getestet. Ja, was haben sie getestet? Der nächste Klassiker, ich weiß nicht, was jedem bekannt ist, in Java nennt man das Datentransferobjekt, den man sowieso nicht braucht, DTOs. Die haben Get und Setter, alles super ausgetestet. Ja? Set, Get, Set, Get, Set, Get. Und 100% Test Coverage. Nur in der Geschichte von Java ist noch nie ein DTO fehlgeschlagen. Wenn ja, müssten wir einen Vortrag haben, ja, wie ein fehlgeschlagener DTO zu irgendeinem Desaster geführt hat. Sowas, das ist noch nie gegeben, deswegen weiß ich nicht, warum. Ich würde gerne einen Code testen zeigen, darf ich aber nicht, weil es natürlich NDA ist. Unglaublich. Manche Projekte bauen sich sogar Reflection Frameworks, um das DTOs besser auszutesten, muss man sich vorstellen. Ja, damit die Code Coverage ohne Aufwand zu erhöhen. So, genau. Okay, Entkopplung ist auch so ein Ding. In einem Projekt hat alles super ausgesehen, weil die Entwickler so Matrix-driven Design betrieben haben. In Java haben wir Reflection. Das würde, wenn ich Reflection verwende und irgendwas aufrufe, merkt man das nicht. Also, wenn ich jetzt gute Metrik haben möchte, ja, könnte man mit ein bisschen Reflection geniale Software bauen, die von allem entkoppelt ist. Leider sehr instabil, weil jede kleinste Änderung zum Desaster führt. Okay, also Metriken sind gut vom Team aus. Wenn ein Team sagt, okay, wir brauchen das, um ein paar Zahlen zu betrachten, was sehr schlecht ist, wenn jemand, keine Ahnung, sage ich, von dem Source Code hat und irgendwas startet, sich die Metriken anschaut und sagt, gut oder schlecht. Das sollte man auf keinen Fall tun. In Java haben wir das Sonar Source, so ein Sonar Tool, das sollte man aus meiner Sicht nicht ohne projektspezifische Konfiguration in Betrieb nehmen. Ansonsten entwickeln die Entwickler irgendwas, was gar keine Rolle spielt. Einverstanden? So, Fragen können sofort gestellt werden, weil ich gar nicht so viel Zeit habe. So, Black-and-White-Architektur. Was mit Microservices möglich ist, was in Java bisher nicht möglich war, ich habe den Eindruck, in Java haben sie alles ein bisschen verspielt. Ja, alle haben ein Interface gebaut, da Implementierung, da ein paar Modülchen und alles hatte die gleiche Version und hat nie was gebracht. Weil wenn man irgendwas ausgetauscht hat, hat man sowieso alles nur gebaut, aber was das Nächste, was gar nichts gebracht hat. Seit Microservices, was wir jetzt machen, sagen, okay, Black-and-White bedeutet, entweder haben wir ein Modul oder nicht. Gibt nichts dazwischen. Ein Modul in Java ist ein Wall, fertig. Und dieses Wall ist von allen anderen Walls unabhängig. Dafür, in diesem Wall, gibt es keine Entkopplung, gibt es keine Interfaces, gibt es gar nichts. Einfacher Code. Und das ist der Riesenvorteil, wenn man an Microservices denkt, weil durch die Strukturierung der Microservices habe ich die Entkopplung und somit muss ich da drin mich nicht verkünsteln, keine Jars, keine Pumps, gar nichts. Bei einem Kunden hat ein Wall mit 112 Jars drin, hat sich beschwert natürlich, dass die Deployment zu langsam ist. Deswegen haben sie nach neuer Technologie gesucht, wo das alles beschleunigt. Weil Java zu schwergewichtig war, was auch nicht stimmt. Aber sagen wir, okay, zu schwergewichtig. Wir haben die 112 Wars, nicht alle, aber ein paar angeschaut, alle hatten die gleiche Version, und zwar Snapshot. Ich sage, wozu hast du 113 Module, die du ständig baust, was bringen sie dir? Und im Laufe des Projekts wurden nie ausgetauscht. Das ist eine gute Frage, was sie gemacht haben. 112 Module zusammengefasst in ein Wall, das hat alles deutlich beschleunigt. Ja, und dann fragen sie, wie bist du drauf gekommen? Sag ich, meine, wenn ich sowas sehe, dann frage ich, warum du sowas machst. Wenn man das Workspace geöffnet hat, dann musste man scrollen.
Und das Projekt war gar nicht so komplex. Also wenn man sagt, baut ihr Module oder verkauft ihr Versicherung? Also was, genau. Also, so, Agile, Late Decision Design. Was ich meinte ist, ich glaube, das Kern von Agile bedeutet, dadurch, dass man oft sehr schnell iterieren kann und sehr schnell den Kurs korrigieren kann, muss man nicht alles am Anfang entscheiden. Das bedeutet, ich versuche am Anfang nichts, was technologisch ist, zu entscheiden. Wenn jemand mir eine Frage stellt, ob ich cache oder nicht cache oder logge oder nicht logge, ignoriere das komplett. Frag die Frage ein paar Iterationen später. Das Problem haben wir jetzt nicht. Und ich weiß nicht, warum sagt man das nie, weil wenn Microservices das erste ist, wie ich schon sagte, Service Discoveries haben wir nur in einem Projekt von vielleicht 30 eingesetzt, interessiert aber jeden, weil das Netflix macht. Ja, aber man kann sie nicht mit Netflix vergleichen, weil Netflix startet 10.000 Maschinen pro Tag und meine Kunde vielleicht 4 im Monat. Ja, das ist ja ein kleiner Unterschied. So, also Late Decision, also je später man entscheidet, desto besser ist es. Und ständig Code vereinfachen. Wenn man irgendwas findet, was nicht notwendig ist, das muss gelöscht werden. Das ist das Wichtigste. Und dafür könnte man Metriken verwenden. Code-Komplexität muss nach unten zeigen. Anzahl der Lines of Code lieber nach unten als nach oben. Das Problem ist natürlich, da wird man gefragt, Entwickler, was machst du den ganzen Tag? Also drei Klassen geschrieben, sage ich aber gute Klassen. Ja. Davor, vor 10 Jahren, habe ich bestimmt mit XSQL was gezeigt und mit Java i5 muss man den Vortrag nochmal finden. Da ging es nicht anders. Und damals, wenn man XSQL verwendet hat, da hat man tausend, also hunderte von Klassen generiert. Nur, das war keine Logik drin. Also das notwendige Übel, damit die ganze Geschichte läuft. Okay, keep it simple and stupid. Das kann man in Wikipedia tatsächlich finden. Das ist wie Ruby on Rails bekannt wurde. Je einfacher, desto besser. Deswegen, was ich wirklich mag, wenn ein internes Team von internen Entwicklern, die noch nie codiert haben, irgendwas mit Java gemacht und der Code ist genial. Wirklich. Da kann man nichts falsch machen. Externe, unglaublich. Interaktionen, ich suche da, warum habt ihr jetzt wieder, keine Ahnung, sicher ein Command-Pattern oder Event-Driven Design und brauchen Sie spezielle Tools, um festzustellen, was Sie überhaupt macht. Ja? Überall Zustandsautomaten, Workflow-Engines, um, keine Ahnung, um mal Brötchen zu kaufen. Ja? Also unglaublich. So, Zukunft von dem Ganzen. Habt ihr wahrscheinlich schon bekannt, es gibt einen Serverless-Trend. Und wie der Serverless-Trend bedeutet, ich fokussiere mich auf die Fachlichkeit und mich kümmere nicht mehr um die Server. Die Server laufen irgendwo. So, und mit Wikipedia steht gleich auf der zweiten Seite, für Serverless braucht man Server, klar. Das ist genauso wie jede neue SQL-Datenbank hätte gerne aber SQL, aber nicht jeder schafft es, ja. Also das ist auch so. Aber das ist Serverless bedeutet, wir fokussieren auf die Fachlichkeit. Wir verwenden so viel es geht, die Infrastruktur von außen. Deswegen finde ich, das alte Java i per Zufall passt genial. Was wir von Anfang an hatten, harte Trennung zwischen Infrastruktur und Fachlichkeit. Und das heißt Deployment. Und warum ist das so wichtig? Wir haben jetzt Wolkenprojekte, Amazon, Google Cloud, Oracle seit kurzem Container Cloud. Und wir pushen den gesamten Application Server ohne jegliche Optimierung, weil das einfach genug ist, in die Wolken. Die Frage ist, warum geht das so gut? Ja, weil wir die Trennung haben. Wenn wir zum Beispiel sowas wie Docker haben, dieses Docker ist das kann man nicht wegdenken, ist sowas wie Virtualisierung nur deutlich effizienter und automatisierbarer, sage ich mal. Es ist so, dass bei Docker, wenn man das in Wolken deployt, wird nur die Fachlichkeit deployt. Der Application Server nur ein paar Mal im Jahr, immer beim neuen Release. Und das kann man extrem ausnutzen. Was hat man davor? Extrem schnelle Iterationszyklen. Und meine Kunden sind heilfroh. Warum? Sie müssen keine neue Technologie einführen. Sie nehmen den alten Server von früher und ist er Wolken- und Microservice-fähig. Das möchte ich unbedingt zeigen, wie sich das anfühlt. Von was sie geändert hat, Shared Deployment gibt es nicht mehr. Das wurde vor 20 Jahren, vor 17 Jahren eingeführt, so 2001. Weil damals war die Hardware extrem teuer, mit den ECMK und so weiter, und Millionen gekostet. Deswegen hat sich Shared Deployment rentiert. Momentan rentiert sich das nicht. Das bedeutet, ein Best Practice ist bei uns, ein Docker-Container und wenn wir nicht haben, dann eine Java-Virtual-Maschine, ein Full-Stack-Application-Server und da drin läuft ein WAR. Das könnte man sagen, eine Riesenverschwendung. Warum machst du das? Ja, die Verschwendung ist gar nicht so groß. Ein Application-Server benötigt ungefähr 20 bis 60 Megabyte RAM-Overhead und der RAM ist so billig, dass es keine Rolle spielen sollte. Also genau, sage ich immer, versuch mal bei MediaMarkt 60 Megabyte RAM zu kaufen. Und das ist wirklich. Was ist damit? Günstiger als wahrscheinlich als Glas Wasser. So, in Frontend ist out of scope von diesem Ding, sehe ich auch schon einen interessanten Trend. So, verwende ich Angular 2 zum Beispiel. Weiß nicht, ob schon mal sowas gehört habe, dass Angular 2 ist sowas wie
J2E mit ohne jegliche Konventionen, mit so viel Konfiguration wie möglich. Wir haben ungefähr 25.000 Files, um Hello World zu implementieren. Und die Webentwickler beschweren sich, dass wenn sie ein paar Angular-Projekte geöffnet haben, reicht die Festplatte nicht aus. Das ist wirklich so, ohne zu übertreiben. Was wir jetzt machen, wir sagen, okay, warum entwickeln wir das Frontend nicht so wie das Backend, nur mit Webstandards? Und das geht seit einem Jahr mehr oder weniger gut und es wird immer besser. So, da gibt es auch Standards, HTML5, JavaScript, also ich fokussieren sie auch auf Standards im Frontend. Warum? Angular 2 zum Beispiel, per Definition, ist jedes halbe Jahr wird inkompatibel sein. Brauchen wir jedes Jahr ein Migrationsprojekt, weil die Semantik-Versioning haben. Das machen meine Kunden nicht immer mit. Also je größere Firma, desto langweiliger ist das für die. Startups können sowas leisten. So, wer Java eh nicht mag, sollte sich Angular 2 gar nicht anschauen. Also die, einen Knopf einzubauen, brauchen wir drei Imports und einen Export und Providers, Module, keiner weiß wieso. Am Ende des Tages wollen wir nur ein Knöpfchen im Browser. Okay, Live Code. Eigentlich wollte ich die Folie gar nicht zeigen, aber... So, New Project. Was ich jetzt mache, ist Standard Maven. Und was ist Maven? Ist ein Build-Tool, was in Java sehr etabliert ist, wird aber nicht so geliebt, weil es langweilig ist. Das ist schon alles fertig, viele suchen nach neuen Herausforderungen, die Entwickler. wie nennen wir das hier? C-Life, genau, das ist super. So, und ich habe jetzt eigenen Wizard gebaut. Warum? Alles, was man benötigt für so Microservice, steht jetzt hier. Was das bedeutet, alles, was du benötigst, ist hier drin. Das ist API fertig. Es gibt sonst nichts mehr. Da habe ich schon mehrfach von Kunden gesagt bekommen, hey, mein Entwickler macht das nicht mit. Das ist ja langweilig. Also die wollen am Anfang ein bisschen was evaluieren und die wollen mal Jersey nehmen, mal Rest Easy. Ich sage, okay, stellt euch vor, wir gehen zum Metzger und der will auch experimentieren. Ja? Messer, viel zu langweilig. Ja? Am eines Tages nimmt er eine Kreissäge oder dann Kettensäge oder sagt, oh, das ist alles, sonst finde ich ja wirklich keinen Abwuchs. Unglaublich, dass wir es da erlauben können. Ja? Zum Beispiel in einem Projekt hat eine, muss ich leider sagen, Doktorarbeit geschrieben, im Caching. Der hat am Anfang des Meetings immer mit Cache angefangen. Egal, was sie gemacht haben, ohne Caching ging die weiter. Ja? Dann haben sie gesagt, bauen wir einen Cache und kommen zurück. Kam nie zum Einsatz, aber zumindest die Meetings waren kürzer. Ja? Und jetzt haben wir das. So, was ist im Hintergrund? Dependency Injection überall. Könnte man optimieren. Ja, das heißt, was die machen, weil, aber noch viel gemessen, noch nie einen Unterschied festgestellt, ob wir überall initiieren oder nur ein wenig. Und damit ist es so konfiguriert, dass dieses Microservice von außen sichtbar ist. So, jetzt schreibe ich eine Java-Klasse. Auch wenn man den Java-Code nicht versteht, sollte man die Klasse verstehen, was da passiert. Machen wir jetzt, wie war das? Org SE Live. Bindestrich ist ein bisschen schwierig. Und dann sagen wir C Boundary Messages Resource. Finish. Ich wollte, Sinn und Zweck dieser Übung ist, zu zeigen, wie leichtgewichtig es eigentlich alles ist und wie schnell man entwickeln kann. In allen Projekten kriegen wir 2 Wochen manchmal Setup-Time. Ich sage, was soll ich da machen? So, ich meine, das ist ja das, was ich euch zeige, vielleicht ja 20 Minuten und dann muss losgehen. Ja? Ich sage, wenn Sie zu viel Zeit den Entwicklern geben, um irgendwas aufzusetzen, da fangen Sie an, Logging, Konfiguration, Caching-Framework zu bauen, immer diese Reihenfolge. Immer in diese Reihenfolge. Das hört sich lustig an, ist aber so. Viele Projekte gesehen und das darf nicht passieren. So, jetzt haben wir hier String, Hello, Get, Return, Hello, SE, Live. So, jetzt haben wir das. Das ist alles. So, jetzt kann ich Maven, jetzt gehen wir sogar Kommandozeile. Und jetzt kann ich sagen hier, SE, Live, Install. So, jetzt läuft Standard Maven-Bild ohne irgendwas. Und wir sehen, in ungefähr eine Sekunde ist es fertig. So Standard Microservice, wenn man so vorgeht, Fachlichkeit zuerst, keine Abhängigkeiten. Also einer hat sich beschwert, dass es 7 Sekunden das gesamte Deployment dauert. Das war ein größeres Projekt, um wir die machen können. Wo ich dagegen so Standard-Enterprise-Projekt gehe, ja, da deployen sie teilweise, also ein Projekt kenne ich, 1,5 Stunden dauert das Deployment. Aber die haben natürlich die gesamte Historie von sämtlichen deutschen Zeitschriften in den Abhängigkeiten drin. Ja. Was da immer jetzt rausgekommen ist, das ist ja cool, nehmen wir nur dazu. Ja. Toggles, klar, Features und alles. DSLs, vor kurzem Lombok, um die DTOs, Getter und Setter zu generieren. Ich sage, wozu brauchst du DTOs überhaupt? Das ist auch eine gute Frage. Ich sage, aber dann schmeißt DTOs weg und Lombok auch. Ja. Lombok ist sowas wie ein
ein bisschen Magie. So, okay, das habe ich gerade im Source Code gesehen. Jetzt kann ich es mal starten. Run. Und ich kann mir den Server auswählen. So. So, und wo ist mein Browser? So, was schon da? Resources. Messages. So, das ist deployed. Was ich jetzt gemacht habe, from scratch, eine Full-Stack-Java-Anwendung gebaut. So, wenn ich jetzt JSON gerne hätte, dann schreibe ich ja JSON, was ja nicht sein kann, wie die miteinander kommunizieren. Das bedeutet aber bei Startups, was wir machen, wir greifen hier auf eine Datei zu, veröffentlichen eine JSON-Datei, das bauen wir vollautomatisch auf dem Jenkins und fokussieren uns auf den Mehrwert, auf das User-Interface. Und erst wenn der Kunde ungefähr eine Ahnung hat, was er überhaupt möchte, dann machen wir dort weiter. In anderen Projekten, dann machen sie Gedanken über Klassen, Transformationen, was auch immer, und dann nach zwei Tagen ist sowieso alles anders, weil leider die ganze gesamte Arbeit ist umsonst. Also die Kunst ist am Anfang, wenig Code schreiben und so viel es geht mit dem Kunden zeigen, präsentieren, und das geht. So. Das nächste, was ihm fehlt, ist ein Systemtest. Weiß jemand, wieso dieser ihm fehlt? Weil der nicht in die Mitglieder reingeht. Habe ich oft gefragt, sage, ja, der wird ja nicht gemessen, das ist kein Code Coverage. Ich sage, oh, dann brauchen wir das nicht. Ja? Ja. SE Live. SE Live. ST. So, und was man hier macht, man ruft an Microservice von außen auf. New Journey Test. Das war org SE Live C Boundary. Messages. Bewusst verwende ich keine Wizards, gar nichts. Das ist reine Java-Code. Ohne irgendetwas. Ohne Magie. Je weniger man verwendet, desto... Das ist wieder Maven. So, ich verwende nur JUnit. Was ich auch haben möchte, ist... Die Abhängigkeiten, das ist jetzt die Standard-Referenzimplementierung für HTTP-Kommunikation in Java E7. Das kann man auch verwenden, um HTTP zu testen oder was auch immer. Und was ich jetzt hier mache, ist folgendes. Init, ich baue mir einen Client auf. Client Client, build a new client, was ist los? Speichern. Das ist los. Keiner sagt was. So. Syntax, egal was man macht, ist immer wichtig. Also, this client, before, und was ich jetzt machen kann, ich kann auch sagen, this client target, nehme ich das hier, ich packe das hier rein, und das ist mein target under test, so nenne ich das immer. Deutsch ist sogar lustig, tut oder auch nicht. Target under test. Fetch oder Messages, spielt jetzt keine Rolle. Und was ich jetzt gerade nebenbei implementiert habe, sind die ersten paar Stufen von Jenkins Pipeline. Pipeline as a Code. So, was ich auf Maven Clean Install, baut Unit Tests. Das wird laufende Systemtest, was nur fehlt, Application Setup und Start, das ist normalerweise Docker, das sind zwei Zeilen Code und ich hätte schon eine wunderschöne Pipeline. Test. Messages, this target on the test, request, get, und aus Zeitgründen lasse ich alle Asserts weg, das ist sowieso real world. Ein Backup haben gesagt, wenn wir Asserts verwenden, kann sein, dass der Bild verschlagen wird. Ich sage, okay, das ist... So. String message, machen wir das so, wie es immer, mit System out print line. So, test. So, jetzt habe ich ein Systemtest geschrieben, Hello is Alive. Und jetzt habe ich wirklich, und by the way, das SE Live ST ist gleichzeitig ein Client eines anderen Microservices. Das brauchen wir sowieso. Also dieser Code wird dann rauskopiert und das ist quasi der Client eines anderen Microservices. Leider, dazu kommt es gar nicht, weil das nicht in die Code Coverage einfließt. Stattdessen würde jemand das mit Unit Test testen und das hört sich lustig an. Und ich frage immer, was könnte hier fehlschlagen? Null.
vielleicht wenn die Festplatte kaputt ist, dann das ist eine Klasse oder irgendwie, aber ansonsten unglaublich, ja. So, und jetzt das Letzte ist, wie würde das in den Wolken aussehen? So, Fromm, ihr habt nur ein Image eines Application Servers vorbereitet und jetzt nehmen wir mal das Wi-Fi zum Beispiel und ich sage hier, copy mein Maven, ich weiß, dass es ein Maven ist, target selive.org nach deployment dir. So, und das ist Docker. Genau erklären kann es München. Da kann ich bis ins letzte Detail alles erklären, was ich so mache. Dann haben wir mehr Zeit. Haben Sie gesagt, eineinhalb Stunden oder länger? Ja. Genau. Ist wahrscheinlich länger, aber dann alles Fragen beantwortet. So, so, jetzt bauen wir den Install und gleichzeitig Docker build -d selive messages. So, und jetzt haben wir ein ausführbares Image, was wir sofort in die Wolken pushen können. So, und das ist, kann ich zeigen, Docker Images. So, sind einige her. Aber das ist Projekt. Das letzte ist selive messages, wie man sieht. Und wie man sieht, auch die Größe ist nicht so. Auch ohne Angular sind es 560 Megabyte. So, die Frage ist, warum ist es so groß? Und die Antwort steht im Code. Docker History selive messages. Und was man sieht, 200 Megabyte Linux, 200 Java, 160 Application Server und jetzt kommt das Spannende, das ist vor Wochen, habe ich die Images gebaut, in die Wolken würde ich heute nur 4 Kilobyte pushen. Und das ist, was ich meinte, der Trennung der Fachlichkeit von der Infrastruktur. Da gibt es in Java einen Trend, da ist über Java oder Fat Java, das verstehe ich gar nicht. Also die bauen immer ständig, obwohl sie nichts ändert. Ja? Hier wird nur das gebaut, was sie ändert und in die Wolken würde man in den obersten Layer pushen. Ein einziges Mal alles, klar, das gesamte Infrastruktur, aber dann nur noch die 4 Kilobyte. So, wie groß sind die Wars in der Praxis? Commerzbank, könnt ihr Blog lesen, 600, 800 Kilobyte. Mehr nicht. Versucht jemand mal so am Wochenende jetzt 800 Kilobyte Geschäftslogik zu implementieren. Das ist kaum zu schaffen. Das ist riesen Anwendung. Die Wars sind immer so groß, ja, wie ich schon sagte, weil wenn man jetzt alle Frameworks mitdeployt, dann wird es so groß. Ja? Wenn man sich die Fachlichkeit fokussiert, ist es klein. Je kleiner es ist, desto schneller ist das Deployment, je schneller das Deployment, desto produktiver ist man. Versuchen wir das noch zu starten. Minus D, minus P, also ein Microservice. Port, nehmen wir mal an, dann vielleicht ist dieser schon belegt. 8080, Name selive messages war das, glaube ich. Messages. Sieht bis jetzt gut aus. Docker PS. Und es ist gestartet. Docker Logs selive läuft auch. Alles deployed. Und jetzt müsste das auch funktionieren mit 8484. Und es geht. Das ist Antwort vom Wi-Fi, komplett an den Application Server, der jetzt gerade im Docker läuft. Würde genauso in jeder beliebigen Wolke OpenShift überall laufen. So, das Besondere hier ist, ich habe bewusst auf sämtliche Hilfsmittel komplett verzichtet. Ich habe Standard-Maven verwendet, den größten möglichen Application-Server, den größten möglichen Linux-Distribution, CentOS 7, Java 8 ohne jegliche Optimierung. So, und man sieht jetzt, wie das ohne Optimierung aussieht. Viele Projekte starten mit der Optimierung und scheitern daran, weil alles zu komplex wird. Deswegen würde ich mich lieber auf die Fachlichkeit fokussieren und nicht auf die Technik. So, und somit wäre ich fertig, aber bei Fragen, gerne. Also, wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ansonsten könnte ich noch in die Wolke tatsächlich pushen, aber das wird genauso funktionieren. Okay, also herzlichen Dank.